Du glaubst wirklich, dass die Kleine was mit dem Mord zu tun hat, ja? Mann, die ist 13 oder 14. Die begeht doch keinen Mord. Ja, ich weiß, Robert. Aber das ist alles ein bisschen seltsam. Dieses Video mit Gebhardt ist 3 Tage alt. Das Ganze ist einen Tag vor dem Mord passiert. Ja gut, das kann ja auch Zufall sein, oder nicht? Das glaube ich irgendwie nicht. Mann, der Gebhardt, der war so überrascht. Was hat das Mädchen zu ihm gesagt? Warum hat er sie laufen lassen? Guck mal, das ist sie doch. Hey, bleib mal hier, ganz ruhig. Haben Sie nicht festgehalten? Hilfe! Der Typ, der hat mich angegriffen. Oh, ruhig, Ruhe. Bisschen, ja. Ich bin von der Polizei, ich bin so ein komischer Detektiv hier. Entschuldigung, ist nicht so gemeint. Schon okay, ist echt ein scheiß Job. Boah, ich hab nichts geklaut. Dem könnt ihr eh nichts machen, ich bin erst 13, okay? Geh mal Ausweis raus, komm. Nicht dabei. Ist denn das Handy da unten in der Tasche? Ja, ist ja gut. Oh. Ganz ruhig, ja? Wenn das nicht deine Mama ist, dann würde es mich wundern. Ja, schönen guten Tag, Naseband von der Kriminalpolizei. Ja, genau. Wir haben Ihre Tochter beim Diebstahl erwischt. Sie können sie gleich bei uns im K11 im Polizeipräsidium abholen. Ja, ist gleich. Okay, eine Frage noch, wie alt ist Ihre Tochter? Ja, gut, ich denke, Sie haben nichts dagegen, wenn wir hier schon mal ein paar Fragen stellen. Okay, ja, dann bis gleich. Auf Wiedersehen. So, Schätzelein, Abmarsch, komm. Los. Hier, schon mal gesehen? Hm, mich mal beim Clown erwischt. Was mit dem? Wir haben ihn gestern gefunden. Leider nicht mehr lebendig. Aber damit habe ich nichts zu tun. Wirklich nicht. Das hat doch niemand behauptet. Ja, warum bin ich dann hier? Mensch, Manja, weil du gerade im Begriff bist, große Scheiße zu bauen. Mann, in ein paar Wochen wirst du 14 und dann ist das kein Spaß mehr. Ist es eh nicht. Ich hasse es zu klauen. Ja, warum machst du es dann? Zwingt dich doch keiner. Nur so? Nur so. Hör mal, ich weiß, dass du keine Lust hast, hier mit dem Bullen zu reden, ja? Aber du bist doch nicht dumm, oder? Und nur so ist verdammt dumm. Ja, am Anfang fand ich es ja auch cool. Alle haben geklaut. Ich wollte dazugehören. Aber jetzt, na? Ich kann nicht einfach aussteigen, sonst passiert was Schlimmes. Was soll das denn heißen? Mann, ja. Jetzt möchte ich auch noch bei der Polizei abholen. Das ist ja peinlich. Oh, Mama, nerv nicht. Ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, irgendwann landest du noch im Gefängnis. Mann. Frau Schikowski, vielleicht sollten Sie mit Ihrer Tochter darüber ganz in Ruhe zu Hause reden. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Wir gehen jetzt dann. Dürfen wir? Ja, natürlich. Hier, Mann, ja, falls dir noch was einfällt, meine Telefonnummer. Danke. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Die Kleine wird zum Stehlen gezwungen, da bin ich recht sicher. Sie hat sowas angedeutet. Tja, Manjas Mutter hat mir auch erzählt, dass sie ständig Stress hat mit ihrer Tochter. Seitdem die immer in so einem Jugendclub abhängt. Und der ist interessanterweise ganz um die Ecke vom Leichenfundort. Und was genau wollen wir jetzt hier? Also genau kann ich dir das auch nicht sagen. Vielleicht Instinkt. Keine bessere Idee. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre schön. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband. Das ist mein Kollege Ritter. Tag. Ulrike Loos, ich bin die Leiterin des Clubs. Um wen geht's denn diesmal? Hat einer der Jungs wieder was ausgefressen? Nein, nein. Es geht um den hier. Warten Sie. Hier. Schon mal gesehen? Nein. Wieso, was ist denn mit dem? Er wurde einige 100 Meter von hier tot aufgefunden. Das ist ja schrecklich. Und jetzt meinen Sie, dass einer der Jugendlichen da mit drin steckt? Nicht unbedingt. Aber sagt Ihnen der Name Manja Schikowski etwas? Manja? Die hat bestimmt nichts damit zu tun. Das glaube ich nicht. Das ist so ein liebes Mädel. Die ist auch gerade erst hierher gezogen. Hm. Naja, gut. Also, sie wurde beim Ladendiebstahl erwischt und hat durch die Blume verlauten lassen, dass sie dazu gezwungen wurde. Ah ja? Naja, und der Tote ist eben Kaufhausdetektiv und deswegen ist es möglich, dass es da eine Verbindung gibt.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich könnte mir schon vorstellen, dass eines der Mädchen hier aus dem Club dahinter steckt. Sina Hanke, die schreckt vor nichts zurück. Und wie alt ist diese Sina? Ja, ist gerade 18 geworden. Sina ist auch nicht einfach, hat auch mehrere Vorstrafen. Wissen Sie, ich mache den Job jetzt seit 10 Jahren, aber sowas wie Sina, das ist mir noch nicht untergekommen. Die ist extrem manipulativ und hat die Jüngeren hier ganz schön im Griff. Wo finden wir die jetzt? Ja, ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo die gerade ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass keiner der Jugendlichen hier mit der Polizei reden wird. Weil die kommen alle aus einer Siedlung und halten zusammen. Kleine Bitch! Hey, was ist denn hier los? Was soll denn das hier? Hey, fass mich nicht an, Alter! Ich geb dir gleich, Alter. Wir sind von der Polizei, was ist hier los, habe ich die gefragt. Du bleibst mal hier, mein Freund. Ja, los. Mein Gott, Sina, bist du komplett bescheuert oder was? Was denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht, die lag da schon. Ja, das habe ich gesehen. Komm, den Ausweis raus. Voll nicht. Ja, Mädchen, dann fährst du mit, so einfach ist das. Warum das denn? Ich habe nichts gemacht, die lag da schon. Frag sie doch selber. Haben die beiden nicht geschlagen? Nein, nein, ich bin nur hingefallen. Ja, mit Sicherheit. Den Ausweis raus, habe ich gesagt. Hörst du schwer? Na los, wird's bald. Sina Handke, das ist einfach unterste Sohle, absolut. Ich schwöre dir, die schickt die Kids zum Klauen. Und wenn sie das nicht macht, ja, dann schüttet sie sie ein oder verprügelt sie. Ja, Michael, aber solange die Mädchen die Klappe halten, können wir nichts machen. Ich weiß, Alex. Und selbst wenn der Tote dahinter gekommen sein sollte und diese Sina ganz schön hart drauf ist, der Mann ist erstochen worden. Traust du der sowas wirklich zu? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Nummer zu groß für sie, aber trotzdem. Die Kollegen haben mal den Computer von Gebhardt gecheckt. Die Fotos hier dabei gefunden. Sieht ganz so aus, als hätte er die beiden observiert. Hallo? Das ist diese Sina Hanke. Und daneben der Typ, das ist der Kaufhausdetektiv, Dennis Gast. Ja, die beiden sind ein Paar. Ja, das macht auch Sinn. Sie schickt die Kids zum Klauen und er drückt ein Auge zu. Und das Opfer kommt beiden auf die Schliche, stellt sie zur Rede und muss dafür sterben. Ja, aber ein Mord wegen ein paar Diebstählen? Wo willst du hin? Ach, ich fahr zu Manja Schikowski. Vielleicht kann ich sie zu einer Aussage bewegen. Ja, ich komm mit. Nee, lass mal, Gerrit. Ich will das Mädchen nicht noch mehr einschüchtern und mich kennt sie. Bis später. Ja, Naseband? Hallo? Was denn? Los? Ja, schönen guten Tag, Naseband von der Kripo. Sagen Sie, ist Manja bei Ihnen? Nein. Aber Ihre Mutter meinte, sie wäre gerade zu Ihnen gegangen. Ja, sie war kurz hier, ist aber dann gerade eben mit Dennis und Sina weggefahren. Mit Dennis Gast? Ja, woher wissen Sie das? Hören Sie, wenn Manja bei Ihnen auftaucht, dann sagen Sie mir bitte sofort Bescheid, ja? Michael, laut Handyortung ist diese Manja im Wald. Und zwar ganz in der Nähe von diesem Parkplatz. Ja, okay. Du, hier steht ein Fahrzeug. Überprüf bitte mal das Kennzeichen und mach einen Halter davon. Das ist Richard-Otto-Mata 8882. Michael, du hast recht. Der Wagen ist zugelassen auf Dennis Gast. Aber warte noch auf die Kollegen, die sind schon auf dem Weg zu dir. Ja, ja, ich bin schon vorsichtig. Du, ich melde mich später wieder. Ja, bis gleich. Ciao. Dass ihr drüber geredet habt. Ja, aber ich weiß, dass ihr den umgebracht habt. Und ich gehe damit auch zur Polizei. Ruhe, jetzt schön die Klappe. Hey, das Messer weg. Aber flott. Weg von dem Mädchen. Die Hände hoch. Hörst du nicht? Ich hab nichts gemacht, okay? Komm hier rüber. Und ihr geht ein paar Schritte zurück. Das wirst du büßen, Mann. Ja, das schwöre ich dir. Ja.
genau so einem Messer wurde Gebhardt umgebracht. Und wenn wir nur die kleinsten Blutpartikel daran finden, und ich wette, wir werden welche finden, dann gehst du wegen Mordes in den Knast, Mädchen. Ey, Moment mal. Ich hab den nicht umgebracht, Dennis war's. Sina! Mann, das war doch deine Schuld. Du hast die Kinder zum Klauen gebracht. Ich hab nur weggesehen. Ah. Und Gebhardt ist euch auf die Schliche gekommen, ja? Ich hab's gewusst. Mann, Dennis. Olli, warte mal, okay? Ich kann dir das erklären. Verpiss dich, du Sack! Ich ruf jetzt die Polizei. Nicht. Hey, das lass dir das nicht gefallen. Sei einmal ein Mann, der will uns in den Knast bringen. Uli, lass den Quatsch, okay? Es ist es nicht wert. Gib mir das Telefon, wirklich. Sina, was machen wir jetzt? Ich wollte das nicht. Wirklich nicht. Sina, die haben mich da irgendwie reingequatscht. Das glaube ich dir sogar. Ihr seid vorläufig festgenommen. Und macht bloß keine Dummheiten, verstanden? Hörst du das? Auf geht's hier runter. Los. Macht keinen Scheiß, Mann.